Jetzt ist er endlich da, der Super Donnerstag, und er wird historische Zahlen bereithalten, die etwas zeigen, meine Damen und Herren. Und damit herzlich willkommen zu dem Ausblick auf eben diesen Super Donnerstag mit den BIP-Zahlen aus Deutschland und den USA auf der einen Seite und den Arbeitsmarktdaten aus den USA zusätzlich und dann eben den Zahlen der großen Tech-Konzerne. Vielleicht vorab noch ein Wort in eigener Sache. Ich bin mir durchaus bewusst, dass hier Schwierigkeiten mit dem Ton sind. Das sind allerdings sehr komplexe Phänomene. Ich arbeite daran schon seit Tagen, habe ein Setup aufgestellt, das aber noch nicht perfekt ist, das noch nicht wirklich so weit ist, dass ich das jetzt hier bringen kann. Was mich manchmal ein bisschen nervt, sind Kommentare derjenigen, die alles schön kostenlos konsumieren, aber dafür hätte es gern einen Ferrari, bitte. Wenn man schon kostenlos konsumiert, dann will man sozusagen Perfektion haben. Ich bin mir bewusst, dass das hier suboptimal ist, aber ich kann es eben in der ganz kurzen Frist nicht ändern, weil man Sachen bestellen muss, die dauern, bis sie kommen, etc. etc. Also hier nochmal zur Klarstellung. Ich kann jedenfalls auf allen Geräten, auf denen ich das ausprobiert habe, ob auf Desktop oder Smartphone oder wo auch immer, kann ich auf jeden Fall den Ton hören, weil einige sagen, ich höre nichts. Vielleicht haben die ja auch Watte in den Ohren, ich weiß es nicht. Aber gehen wir jetzt in die Sache und schauen wir uns zunächst mal an, was wir vielleicht heute erfahren werden. Zunächst mal sehen wir hier das BIP aus Deutschland, das ja im ersten Quartal minus 2,2% war. Jetzt die Erwartung minus 9,0%, eigentlich ziemlicher Horror. Aber im Vergleich zu den USA ist das ein Luxusproblem, das letztendlich auch leicht zu bewältigen ist. Mal eben was weggeklickt. Jetzt sehen wir, dass wir eben diese 2,2% haben. Wenn wir jetzt minus 9,0% haben, ist das dramatisch. Gab es noch nie, aber im Vergleich zu dem, was möglicherweise in den USA passiert, noch sehr harmlos. Wir sind in den USA im ersten Quartal bei minus 5,0% gewesen. Deutschland, wie gesagt, minus 2,2%. Und die Aktienmärkte, die handeln jetzt bei 156% des BIP. Und wir werden in den USA aber jetzt ja ein schwächeres BIP bekommen. Dementsprechend sind die Bewertungen an den Aktienmärkten in Relation zum BIP natürlich auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Wie schlimm wird die Zahl heute? Das dürften nach Schätzung minus 34% werden, minus 34%, das ist absolut der Hammer, oder minus 35%. Wahrscheinlich werden die Aktienmärkte eine massive Rallye hinlegen, wenn es nur minus 33% sind, weil dann ist ja alles ganz anders und viel besser. Also das ist natürlich schon dramatisch, das hat es so noch nicht gegeben, und es zeigt auch, dass letztendlich die USA doch einiges verbockt haben. Denn man hat jetzt schlechtere Wirtschaftszahlen als Deutschland, deutlich schlechtere, und hat auf der anderen Seite eben den Lockdown nicht wirklich frühzeitig gemacht, hat jetzt ein Riesenproblem. Das heißt, man hat mehr Probleme mit dem Coronavirus auf der einen Seite und dennoch schlechtere Wirtschaftszahlen auf der anderen Seite. Das ist ein grandioser Erfolg der Trump-Administration. Und dem einen oder anderen Amerikaner ist aufgefallen, dass das möglicherweise vielleicht nicht die beste Politik war. Aber sei es drum, wir haben heute die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die werden erwartet wieder so bei 1,45 Millionen. Also wir sehen, dass wahrscheinlich diese leichte Steigerung sich fortsetzen wird, nachdem die Krise ja vor allem in den südlichen Bundesstaaten so stark ist. Wir werden weiter wohl heute über 16 Millionen Continuing Claims haben, also fortgesetzte Anträge. Die Leute meldet sich also fortgesetzt arbeitslos. Das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Sind die Leute dauerhaft arbeitslos oder eben nur kurzfristig? Aber wir haben eben nach wie vor das Riesenthema in den USA. Jetzt haben wir mit Stand heute über 150 Tote in den USA durch das Coronavirus und mit dem Coronavirus. Schwierige Frage der Definition. Jedenfalls sehen wir, dass die Todesrate deutlich wieder nach oben zeigt. Die zunehmende Zahl der Fälle, die kommt dann eben mit Verspätung auch sozusagen in der Todesstatistik an. Aber jetzt wird natürlich wieder Rettung gebraucht. Jetzt ist die Frage, was passiert denn hier? Zunächst mal gab es auch einen Coronavirus-Fall im US-Abgeordnetenhaus. Deswegen hat Nancy Pelosi jetzt verfügt, dass alle Abgeordneten Atemmasken tragen müssen. Daran muss man sich dann auch gewöhnen, an den Anblick dieser Herrschaften, die dann plötzlich vermummt sind. Und es ist eben jetzt die große Frage, gibt es eine Einigung in Sachen Stimulus, in Sachen Hilfen, nachdem die Geschichte ja jetzt abgelaufen ist?
Da gibt es widersprüchliche Aussagen. Meadows vom Weißen Haus sagt, also wir sind himmelweit auseinander, während Mitch McConnell sagt, ja, ich habe die Hoffnung, dass wir bis Freitag was hinkriegen. Aber er gibt selber zu, dass selbst innerhalb der Republikaner mindestens 20 Abgeordnete sind, die sagen, wir haben genug getan, die Verschuldung ist immens, es wird ja immer schlimmer. Wir haben dann gestern gesehen, Jerome Powell mit interessanten Aussagen. Es war so ein bisschen ein Wechselbad der Gefühle. Zunächst ging es nach oben, als Powell versicherte, ja, also die Wirtschaft hat sich schon erholt kurzfristig und vor allem wir sind bereit, weitere Käufe zu tätigen. Dann aber pessimistische Aussagen in Sachen Konjunktur, wo er sagte, ja, High-Frequency-Data, also praktisch sehr wichtige Daten, neue Daten wie Mobildaten, dass man sieht, wie ist die Mobilität der Leute, wie sind die Kreditkartenausgaben etc. Die deuteten darauf hin, dass seit Mitte Juni, eben seit indem die Coronavirus-Krise in den USA sich eher verschärft hat, dass da eben die Konjunktur wieder nach unten gegangen ist. Dann aber wieder eben die Aussagen, ja, aber wir werden alles tun, whatever it takes sozusagen, notfalls Käufe von weiteren Assets zu machen. Aktien hat er dabei interessanterweise ausgeschlossen. Jedenfalls die Märkte dann nach oben, Gold nach oben, Euro-Dollar über die 1,18 gestiegen. Dann aber dieser kurzfristige Pessimismus in Sachen Konjunktur, dann alles wieder runter, dann alles wieder rauf. Letztendlich nicht wirklich viel Neues eigentlich in den Aussagen von Jerome Powell. Neu ist auf jeden Fall auch nicht, dass wir immer mehr Bailout, immer mehr Stimulus brauchen in diesem Bild. Kommt das zum Ausdruck. Und das zweite große Thema sind die Tech-Konzerne. Da sehen wir, dass die vier großen mit Facebook, mit Google, mit Apple und mit Amazon heute berichten werden. Gestern ja diese Anhörung dieser Tech-Chefs und da sieht man die totale Inkompetenz vieler Abgeordneter. Da wird Twitter mal mit Facebook verwechselt etc. etc. Jedenfalls hatte Donald Trump gestern auch noch mal geschossen. Und gesagt, also hier, was die großen Tech-Konzerne sich da erlauben, das würde nicht gehen. Anspielung wahrscheinlich auf Amazon. Da werde man einschreiten. Wenn der Kongress es nicht mache, dann werde ich es machen. Das hat dann die Amazon-Aktie zum Beispiel gestern ein bisschen belastet. Wir haben in Sachen Tech jetzt die Situation, dass Huawei wohl Samsung überholt hat. Samsung heute Nacht mit Zahlen. Rückgang von 30% bei Samsung, was die Shipments, also die Zahl der Verkäufe betrifft, Huawei nur minus 5%. Und da Apple heute mit den Zahlen kommt, darf man gespannt sein, wie groß das Minus bei Apple ist und wie stark dann die Aktie steigt, weil das Minus so groß ist. So könnte man fast ironisch formulieren. Jedenfalls Huawei natürlich vor allem im innerchinesischen Markt sehr stark, hat Schwierigkeiten im Ausland durch die US-Politik und das hat auch Deutschland heute Nacht der Donald Trump. Nochmal mit einem Tweet, wo er sagte, dass hier die Truppen aus Deutschland abgezogen werden, ein Teil der Truppen, weil Deutschland sich eben nicht wirklich an der NATO in Sachen Zahlungen so beteilige und weil wir die Deutschen schützen vor Russland, aber die Deutschen sehr viel Geld an Russland zahlen für ihre Energie, dass wir möglicherweise das Recht haben, eine eigene Energiepolitik zu fahren, sollte man Trump mal sagen. Wir könnten den Amerikanern ja auch mal vorschreiben, wie sie ihre Energie beziehen. Mal sehen, was Donald dazu zu sagen hat. Abschließend vielleicht noch folgender Hinweis. Heute wahrscheinlich kein Marktgeflüster. Ich mache noch mal einen kleinen Kurzurlaub. Bin dann Dienstag wieder zurück. Ab dann wird dann auch weitergearbeitet an der Technik. Wie gesagt, die Alternativlösung ist schon da. Es ist aber so, dass da so viele Komponenten zusammenpassen müssen. Ich habe hier spezielle Anforderungen in diesem Raum. Ich muss die Videos gleich raufladen, kann die also nicht aufwendig jetzt noch bearbeiten, weil ich noch ein paar andere Sachen zu tun habe, als Videos zu machen täglich. Zweimal täglich genauer gesagt. Also das nur als kurzer Hinweis. Es geht am Dienstag weiter. Vielleicht heute noch ein kurzes Marktgeflüster, aber eigentlich kommen die wirklich entscheidenden Sachen dann ja erst nachbörslich mit den Zahlen der großen Tech-Konzerne. Das dürfte dann morgen den Handelstag maßgeblich prägen. Ich wünsche jetzt jedenfalls erstmal das Allerbeste. Wir sehen uns spätestens, vielleicht vorher, aber spätestens Dienstag. Jetzt erstmal viel Spaß. 10 Uhr bringen wir auf Finanzmarktwelt die Zahlen aus Deutschland, 14:30 die Zahlen zum US-BIP und die Erstanträge. Und wir bringen dann nach 22 Uhr die Zahlen der großen Tech-Konzerne. Da sollten Sie unbedingt dabei sein. Und die Charts, die Sie heute nicht gesehen haben, die waren von Capital.com. Bis dann. Ciao.